Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon's Spiel Civilization 5. Wir sind Preußen und werden Deutschland einigen. Momentan gibt es noch 6 Deutschlands, aber bald wird es nur noch 1 geben. Geeint unter der Herrschaft Egon's. Wir müssen nur die Witzfiguren der Geschichte hier noch zerstören. Das sind Adolf Hitler, Erich Honecker, Bismarck und Arminius. An letzten kann ich mich noch gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, Wilhelm hieß der oder so. Ich weiß auch gar nicht, was der hat repräsentieren sollen. Deswegen. Aber jetzt haben wir doch. Es muss doch noch mehr Berlins geben. Kann nicht sein, warum hat er denn hier München genommen? Kann es sein, dass das Spiel nicht erlaubt, dass es 2 Städte mit demselben Namen gibt? Kann das sein? Deswegen gibt es hier einen Königsberg und hier einen Königsberg. Deswegen gibt es ein Munich und ein München. Genau. Dortmund, Hannover. Das sind ja auch nicht die Städte, die ersten Stadtnamen auf der Liste. Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hormus. Na gut, Hormus und Budapest sind Stadtschaden gewesen. Ja, tatsächlich. Da geht er. Kann sein, dass sich alle. Es kann sein, dass alle deutschen Zivilisationen, bis auf Arminius, von der Stadtliste Deutschlands bedienen, ja, aber sie dann sehen, der Name wird schon vergeben und dann zum nächsten springen. Das kann natürlich gut sein. Bis auf Preußen, die dann mit Königsberg anfangen, weil sie das Ö nicht beherrschen. Ja, außerdem ist das ja nicht eine einheitliche Mod, sondern das sind ja verschiedene Mods von verschiedenen Mod-Erstellern. Von daher gibt es da oftmals Wahlschwindel in Belgrad. Nein, wer hat denn da seine Finger drin? Achso, wir sind da eh nicht verbündet. Nee, da warte ich bis zur nächsten Runde, bis wir. Na, wegen einem Gold dann zu wenig. Nee, 2, doch, ein Gold. Vielleicht gab es da trotzdem. Dann 35 Einfluss statt 30 bekämen. Abgeordnete einsetzen. Gastgeber wählen. Wo sind wir hier? 3, 2. Wird wohl wieder Bismarck. Nehmen wir Bismarck. Wie stehen wir zu Bismarck? Wo steht er überhaupt? Ja doch, dann stellen wir uns mit Bismarck gut. Ja. Wir selbst haben da, glaube ich, keine Chance. Abgeordnete einsetzen. Sicher. Ja, ist er nicht der Weltherrscher. Ist er nur der Gastgeber. Die Eben sind fertig. Werkstatt wird mir hier von allen angezeigt. Machen wir auch. Die Universität von Oxford. Oh, da müssen wir aufpassen. Genau, denn mit der Universität von Oxford, da bekommen wir, wo ist sie denn, eine freie Technologie, ja, und diese freie Technologie würde ich dann nur ungern jetzt zum Beispiel für die Physik oder so aufwenden. Das heißt, wir nehmen die Ritterlichkeit, ja, dann werden wir die Physik beenden, aber immer ein Auge hier drauf haben. Wehe, wir haben kein Auge drauf, ja? Wenn die beiden fertig sind, gehen wir dann direkt zur Druckerpresse. Brauchen wir die Druckerpresse überhaupt? Wollen wir die überhaupt? Wir können natürlich auch die Akustik nehmen, die uns dann geschenkt werden würde. Weißt du? Mach erstmal die Ritterlichkeit. Dann schauen wir weiter. Vielleicht tut sich ja noch was in unserem Wissenschaftsoutput. Bevor ich nicht ausgehe. Ritterlichkeit, jip. Fujisan, Naturwunder gefunden. Hier sieht sie aus. Arminius. Achso, Arminius ist Best Buddies mit den Barbaren. Deswegen spawnen die da so, wie es nur geht. Sollen wir weiterhin mit Frankfurt Handel betreiben? Nee, ich würde sagen mit Jerusalem, mit Arminius. Da verzichte ich auf ein Gold, bekomme dafür aber einen Wissenschaftspunkt mehr. Dann gibt es hier noch einiges zu entdecken. Forschung wählen, okay. Physik, 3 Runden. Wir könnten dann die Druckerpresse aufpoppen. Das ist ja alles. Braucht man die Druckerpresse? So Schießpulver kriegen wir nicht mehr gebacken. Von der Druckerpresse bringt ja auch nicht viel was. Gibt es die Bank? Wäre die Bank eine Idee? Brauchen wir die überhaupt? Da wollten wir doch gar nicht hin. Wir wollen doch hier hin. Ne? 1, 2. Aber nicht so.
Dann nehmen wir die Bank mit. Das gibt einen Handelsweg, das gibt Gold, das gibt Wissenschaft. Genau, dann decken wir jetzt noch die Physik, drei Runden lang. Und haben genau ein Auge drauf, dass die Universität von Oxford nicht vorher fertig wird. Bedanken euch, dass ihr für uns gestimmt habt. Machu Picchu von Aminus vollendet. Gut, Königsberg kann auch nicht wachsen, das heißt, da wird sich auch nichts ändern an der. Da wird sich auch nichts ändern an der Produktion. Denke ich mal. Es wäre in Ja, eurem lass uns zusammenarbeiten, immer gut Freunde zu haben. Komm darüber hinweg. Ja, er steht an zweiter Stelle, das ist nicht verkehrt. Oh great, yet another imperialist warmongering nation. As if you weren't enough. Now, Deutschland too. The tyranny of both your nations will not last forever. We will see, we will see. Abgeschlagener Erich. Hätte mal beim Dachdecken bleiben sollen. Ja, hier, guck mal, hier ist so viel noch vor unserer Haustür. Oh, Technologie Stiel. Oh. Okay, jetzt. Ja, da glauben wir natürlich das Bankwesen, oder nicht? Ja, doch. Da kriegen wir am meisten geklaut. Physik, wieso braucht Physik jetzt zwei Runden? Ah, oh, das ist doch zum Mäusemelken. Wieso braucht das jetzt zwei Runden? Das kann ich zwei Runden brauchen. Gibt's eine. Wieso? Ah. Ah. Da müssen wir was gegen machen. Königsberg. Guck mal her. Guck mal her. Kannst du auf Wissenschaftsfokus gehen? Dann sind es 12 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers und 3 Runden bis Oxford. Okay, machen wir so. Machen wir so. Ja, dann ist nur noch eine Runde bis zur Physik. Hermann wurde befördert. Ah ja, weil er Technologie geklaut hat. KKK. Hier unten sieht's schön aus. Bei Monaco. Die wollen Geld. Welche Überraschung. Ist alles, was ich Physik. Uluru, Naturwunder. Und Ruinen. Haha. Sollen wir mal Ruinen entdecken? Da hätte ich jetzt Bock drauf. Können wir da, komm, nimm noch mal so einen ollen Reiter. Und guck, ob de. Oh, können wir upgraden. Zum Ritter. Machen wir das. Nö. Kriegen wir das hin? Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Kannst du in 8 Runden da sein? Probier's mal. Vielleicht kriegen wir eine Technologie. Vielleicht verbirgt sich in den Ruinen die Geheimnisse der Architektur. So, und jetzt aufpassen, jetzt aufpassen. Physik ist beendet. 2 Runden ist die Universität von Oxford fertig. Nein, Runde. Wie machen wir das? Fangen wir mit der Druckerpresse an? Nee, 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 nee. Können wir das in einer Runde voll beenden? Kaum. Müssen wir jetzt wieder vieles umhuddeln. Dann machen wir jetzt eine Runde Stahl. Switchen dann um und gehen wieder zurück zum Stahl. So machen wir das. Nächste Runde. Und wehe? Wir bekommen jetzt den Stahl umsonst. Du brauchst noch eine Runde, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Jetzt gehen wir rüber zur Druckerpresse. Oder mache ich hier gerade einen riesen Denkfehler? Wird uns die freie. Es war früher zumindest so, dass man da drauf hat achten müssen. Es kann sein, dass ich mir jetzt die ganze Zeit völlig umsonst Sorgen mache. Und dass die freie Technologie, die wir bekommen, Es wäre in eurem Forschungsabkommen, Interesse, ja, brauchen hier. wir, dass die freie Technologie, die wir bekommen, uns frei auswählen können. Früher, Copyright, war es aber so, dass die Technologie, die gerade, ja, okay, die Technologie, die gerade erforscht wird, dann gepoppt wurde. Von daher, ja, komm, dann nimm jetzt die Druckerpresse und mach den Stahl weiter. Haben wir eine Runde verplempert? Ja, aber sicher ist sicher. Ihr sollt es mir merken fürs nächste Mal. Wir brauchen einen Zoo. Zufriedenheit können wir immer gebrauchen. Und jetzt ist aber langsam doch mal die Zeit gekommen, Königsberg zu annektieren. Oder nicht? Sex und Zufriedenheit. Ja, das wird knapp. Das wird ein knappes Höschen. Aber. Warte mal, dann nehmen wir doch jemanden, der gerade frischen Auftrag hat, oder? Wie zum Beispiel Berlin oder Breslau. Berlin. Berlin ist gut. Stadt annektieren. Bringt doch nur 5 Unzufriedenheit.
Und dann werden wir sofort das Gerichtsgebäude anfangen und die Burg erstmal hier rausnehmen. Die Universität von Oxford, die ist Frederick. Wir brauchen einen Zoo. 17 Runden, das ist jetzt natürlich für die Hauptstadt ein Unding, so viel Produktion zu verplempern. Aber wir wachsen ja wieder in 9 Runden. Von daher wird sich das dann wieder auch ins Positive umkehren. Wir finden Malaka haben wir schon entdeckt, wohl. Er ist noch auf dem Weg. Du bist unser Held hier. Ich mach dir mal den Weg frei, damit du siehst, wo du hinfährst. Hier in der Südsee gibt's nichts Neues. Der Freibeuter, der erste, ist fertig. Wir können jetzt... Goldraubenhöhe von 33% des bei einer Stadt angerichteten Schadens. Ja komm, dann spezialisieren wir uns auf Küstenräuber. Und beschützen unsere Küste hier vorne. Da positionierst du dich und guckst, dass nichts passiert. Ja komm, geh einmal hier hin. Dann wissen wir, dass da nichts ist. Ja. Und dann gehst du da weiter. Ich würde sagen, auch noch ein Zoo. Ja, jetzt mal Zoos bauen können. Zoe bauen können. Machen wir das auch. Genua hat Minus den Krieg erklärt. Eine schöne Sitzung. Genua hat einen neuen Verbündeten. Wir sind mit Kysil verbündet. Belgrad habe ich vergessen, das Geschenk zu machen. Ja, jetzt ist alles wieder gut. Forschung wählen. Schießpulver, Rino. Ne, warte. Genau. Totenkopf ist da. Sehr gut. Da wird es Zeit, dass wir uns mal wieder... noch mehr Ruinen entdeckt. Wo sind die Ruinen? Hier unten. Da geht unser Reiter auch noch hin. So, dann haben wir die komplette Weltkarte entdeckt. Ja, tatsächlich ist es jetzt eine sehr maritime Karte geworden. Bisschen blöd. Ah Mann, ich mag keine großen Propheten mehr haben. Aber ich brauche sie trotzdem. Mensch, das müssen wir doch hier eigentlich ändern können, oder nicht? Automatisch kaufen, Kloster. Ja, okay. Überall Klöster. Wobei, das heißt ja wohl, dass wir nur in den zarathustrischen Städten Klöster bauen dann. Lass mal hier oder da noch eine heilige Stätte bauen. Hier, da. 1, 2, 3. Hier. Da haben auch beide von. Aber ein bewaldeter Hügel möchte ich nur ungern aufgeben. Machst du hier? Ne, guck mal, mach mal hier mitten im Bauernhof. Das ist minus 1 Nahrung, plus 6 Glauben. Das ist ein guter Trade. So, die Weltmeere sind erkundet. Hier unten fehlt noch ein bisschen. Da könntest du auch noch ein bisschen Land verstecken. Bautrupp. Automatisieren. Wieso haben wir hier einen Bautrupp? Seltsam. Ah, jetzt steht da einer. Okay, können wir da amphibisch rangehen? Aber hier wird sich wohl auch einer verstecken. Oh, jetzt steht er natürlich so blöd, dass er von beiden hier angegriffen werden kann. Und das wird er auch. Ah, hab ich nicht dran gedacht, dass die ollen Dinger da Fernkampfeinheiten sind. Und da steht noch ein... aua. Ja, bringt nichts. Sofortheilung. Und erstmal landen. Dann überlegen wir weiter. Wäre schön, wenn wir eine Fernkampfschiff hätten, das wir da noch hinschicken könnten. Haben wir aber, glaube ich, nicht. Brauchen wir Gold? Nee, ich trade's lieber mit Arminius, oder? Arminius will Perlen. Genau, ablehnen. Mit dir trade ich auch nicht. Jawohl, ja. Wir sind unzufrieden. Verbündeter Handelsweg geplündert. Von wem? Barbaren? Genua? Also keinen von uns. Einer, den Arminius eingerichtet hat. Wo war denn das andere... die andere Ruine? Hier. Kommst du da hin? Probier's mal. Ja, du kommst vor Königsberg. Es wäre in offene Grenzen. Trüffel gegen Kupfer. Jupp.
Mit Aminus können wir noch mehr traden, sehe ich gerade. Salz gegen Trüffel. Jo. Und da sind wir schon nicht mehr unzufrieden. Außerdem müsste ja auch irgendwann das Gerichtsgebäude in Berlin fertig sein. Schön, dass wir das einzige Berlin haben auf der ganzen Karte. Hafen, Stadtmauern, Bank. Bank bringt was, ja. Aber ich würde sagen, bauen wir mal lieber das Nationalepos. Wollen wir das Nationalepos bauen? Ich weiß es nicht. Wir können auch einen Frachter bauen. Mach das mal. Abgeordnete einsetzen, Gelehrte vor Ort. Ja, da waren wir ja für zu haben. Da, Porzellan ist mir egal, soweit ich weiß. Haben wir da nichts von. Ziel verlangt nach einem Handelsweg. Gucken wir mal. Ist vielleicht möglich. Kann Politik einführen, endlich. Ganz und Stadt. Und das sind wir so glücklich wie noch nie. Wir haben noch Potenzial für 2 weitere Garnisonsstädte. Das sind 4 Kultur und 2 Zufriedenheit, die uns da jetzt noch entgehen. Lassen, Gelehrte vor Ort. Sie haben es angenommen, sehr gut. Ja, sollen wir die Weltausstellung starten? Kultur erhöht um 100%, hält 20 Runden an, freie Sozialpolitik. Haben wir da eine Chance drauf? Wissenschaftsfinanzierung. Kunstfinanzierung. Verärgert werden Deutschland. Ah ja. Das Weimarer, die Bismarck geht wohl auf die Kunst, so wie es aussieht. Naturerbestätten bringt uns das Kulturerbestätten. Jedes Weltwunder bringt plus 3. Da sind wir weit hinten dran. Weltausstellung, stehendes Heer besteuern. Luxusgut verbieten. Embargo. Wir können mit Erich für Erich ein Embargo verhängen. Nee. Ich will nicht, wir müssen aber was, oder wie? Oh, bring mir alles nichts. Naturerbstätten. Wir haben keine Naturerbstätten, nicht wahr? Ich hätte gern welche, aber. Holla die Waldfee. Das ist meine Armee. Aber nicht zu vergleichen mit meiner Armee. Ich habe mehrere Einheiten. Mehrere. Okay, Kanonen und Musketiere. Haben wir auch bald. Ja, müssen wir uns hier für was entscheiden. Komm schon. Gelehrte vor Ort aufheben. Nein, Embargo. Embargo gegen Erich oder gegen Nazi-Deutschland? Ich weiß es nicht. Wie sieht denn die Weltdiplomatie aus? Die Weltpolitik? Handelsverlauf, Beziehungen. Nee, den Info-Addict will ich da wohl haben, ne? Ja. Globale Beziehungen. So. Deutschland. Offene Grenzen. Anklage von Bismarck. Krieg mit Arminius. Kein Handel mit Erich. Traden wir mit Adolf? Ich glaube ja, aber darauf kann ich verzichten. Wirtschaft. Rohstoffe, genau. Gold pro Runde, Forschungsabkommen, Handelsroute. Wir haben keine Handelsroute mit ihm, das ist gut. Gold pro Runde gegen Rohstoffe mit der DDR. Okay, Gesinnung. Feindlich, neutral. Ich glaube, ihn hier ein Embargo gegen Hitler ist, glaube ich, sowohl moralisch als auch für das Spiel ganz okay. Embargo Nazi-Deutschland. Vorschlag übergeben, seid ihr sicher? Ja. Wurde zu wählen. Wunderbarst. Wir haben hier unsere, auf jeden Fall Universität. Unser Gerichtsgebäude gebaut. Dann können wir in Breslau in der nächsten Runde mal schauen. Ja. Machen wir. Mit Erich können wir traden. So wie es aussieht, wenn er das... Nee, können wir nicht. Wieso wird mir das denn angezeigt? Okay, Einheit bin ich Befehle. Ja, wir werden hier die Grenze zur DDR sichern. Euer Vorschlag vor dem 2. Konvent von Hamburg hat mich sehr beunruhigt. Es muss doch eine bessere Möglichkeit geben, unsere Differenzen beizulegen, als belanglose Politik. Ja, meine Hitler-Imitation ist wirklich... Weltklasse. Ein Trebuchet haben wir bekommen. Ab nach Potsdam mit dir. Kriegst natürlich auch dein hätte nicht unwegsam, ich hätte offenes Geländefeld nehmen sollen. Offene Grenzen, ja.
Ist gut für unsere Beziehungen. Hier kämpft Arminius gegen Genua. Interesting. Zurück. Okay, wir können nach Hamburg für 20 Gold und 3 Wissenschaft. Oder aber, ich gehe mal davon aus, dass wir in Königsberg nicht mehr allzu viele Möglichkeiten haben an Handelsrouten, aber ein Versuch ist es wert. Die Waffenkammer, um noch mehr Spezialisten einstellen zu können. Aber woher soll man, wie soll man die ganzen Spezialisten bezahlen? Das ist natürlich eine gute Frage. Gendarmerie, Karawanenhof, Amphitheater, Aquädukt oder aber, ja, eine Flotte, wie zum Beispiel eine Fregatte, die wir auf jeden Fall mal brauchen sollten. Brauchen können, um die Grenzen jetzt zu machen. Wir haben hier wohl, ja, die Ruinen entdeckt. Ich habe jetzt leider überhaupt keine Acht drauf gehabt, was wir dafür bekommen haben. Kultur scheint es wohl nichts gewesen zu sein. Das Trebuchet bleibt hier. Und ja, du stellst dich hier so weit in die DDR rein, wie es dir möglich ist, um da eine gute Sicht zu haben, um eventuelle Bewegungen, Armeebewegungen gleich antizipieren zu können. Wenn möglich, geh nach Königsberg. So, der Frachter kann für 16 Gold, 3, 15 und 4. Ja, 15 und 4 ist, glaube ich, ganz okay. Und da hältst du Wache. Hast ein Auge auf, was Erich da macht. Hitler ist eine Gefahr für die Ordnung dieser Welt. Die Zeit ist reif, um diese Gefahr ein für alle Mal zu beseitigen. Werdet ihr mir dabei helfen? Ja. Gerne. Wenn die beiden gegeneinander kämpfen. Wir waren sehr erfreut über den Vorschlag zum zweiten Konvent von Hamburg. Wir scheinen dieselbe Ziele zu verfolgen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle gegen Adolf. Genau, ich gehe davon aus, dass der Krieg hier heiß werden wird. Und ich gehe nicht davon aus, dass Hitler Truppen zu uns schicken wird. Sind wir denn mit Stadtstaaten im Krieg? Na, zumindest nicht mit welchen, die bei uns in der Nähe sind. Das ist doch superb. Wir müssen nur ein Auge drauf haben, dass Erich hier keine Faxen macht, ja? Die Füße ruhig hält. Der Frachter nach Hamburg, ist das sicher? Ja, wobei, ne Genua. Macht trotzdem, ist zu verlockend. Dann noch ein Frachter. Nach Jerusalem. Ja. Sicher? Ja. Dann Genua. Sollen wir Genua, womit sollen wir Genua angreifen? Ja. Ich werde jetzt nicht meine Einheiten hier aus den Städten rausholen, dann werden wir todunglücklich. Ja, verbindender Handelsweg geplündert. Hitler hat einen Handelsweg zwischen Arminius und Königsberg geplündert. Ja, das war abzusehen, dass er sich da dran zu schaffen macht. Er beherrscht wohl das ein oder andere Stück der Weltmeere. Das war abzusehen. Ja, wir stellen uns mal hier hin, um etwaige Truppenbewegungen von Nazi-Deutschland schon frühzeitig sehen zu können. East German Coup in Belgrad gescheitert. East Germany hat die Ideologie Ordnung eingeführt. Na, das passt ja. Königsberg kann einen Gegner angreifen. Tatsächlich ist die erste feindliche Einheit vor unserer Hauptstadt angekommen. Ja, da müssen wir uns hier bewegen. Aber wir haben ja die Möglichkeit, hier noch mit unseren Kompositbogenschützen zweimal pro Runde anzugreifen. Leider haben wir ihn noch nicht upgegradet. Das sollten wir aber schleunigst noch machen. Der Zoo ist fertig, der Zoo ist fertig. Gibt es weitere Wissenschaftsgebäude? Nein, dann baue Kornspeicher. Nein, nein, kein Kornspeicher. Baue einen Markt. Oder aber baue noch mehr Fregatten. Ja, Markt, Fregatte, wobei Markt ist, hat keine Priorität. Die Fregatte hat Priorität. Nächste Runde. So, langsam. Gut. Nicht, dass wir hier irgendwo reinrennen. Fischerbote wurde geplündert. Nein, sei beim Plündern denn die KI. Sei beim Plündern die KI denn bitte Fischerbote. Ist doch ganz was Neues. Okay, wir kommen hier leider nicht so weit, um angreifen zu können. Das heißt, wir müssen hier die Stadt das machen lassen. Naja, wobei wir dann auch ihn einmal angreifen lassen können. Modernisieren ihn erstmal, das ist klar.
Und hier gibt es nichts zu sehen. Okay, so ist auch. Ja, wir werden unsere Flotte, in Anführungszeichen, unsere beiden Schiffe jetzt doch hier vor Königsberg stellen, da wir ja sehen, dass von dort aus eine Gefahr droht. Und noch nicht vom Süden, wobei ich mir vorstellen kann, dass Erich hier bald auch was vorhat. Wenn es die Geschichte 1 gelehrt hat, dann, dass Erich was vorhat. So, wir sind schon an der Metallverarbeitung dran. Dann, oh, dann nimmt das Wirtschaftswesen. Ja, schau dir das mal an. Das ist doch super teuer und super gut. Anerbündig Befehle. Na, dann lass uns doch mal hier ein bisschen vor. Können wir mal schauen, was hier so geht. Der Armbrustschütze kann nicht mehr upgraded werden. Und er freut sich. Er freut sich am Nichtstun. Ja, wir könnten Genua hier blockieren. Ist das möglich? Können wir das machen? Wir können hier helfen, Dortmund eins drauf zu geben. Ja. Ah, nee, wir können hier nur. Ach, das ist eine Nahkampfeinheit. Ja. Gegen Marineeinheiten mit Zieler Schlag. Tu dich mit denen hier zusammen. Ja. Dann bring doch mal alle drei hier zusammen. Dann haben wir auch etwas, was einer Flotte ähnelt. Einen Frachter bauen. Ja, die Frachter natürlich ist jetzt alles, ne? Bank, Karawane, Bank, Nationalepos, Bank, Hafen. Auf jeden Fall Hafen. Ritter. Na, mir muss jetzt nicht sein. Nächste Runde. Einzufriedenheit. 14 Runden ist dann nächste Sozialpolitik. Immer noch. Ja, das ist natürlich nicht die klügste Taktik hier, mit den Schiffen die Stadt einnehmen zu wollen. Aber das Gute ist, dass wir hier mit unserem Freibeuter sehen, dass keine Nazi-Einheiten hier in der Nähe irgendwie. Nein. Versuchen auszuschiffen. Der Frachter. Ja, Vancouver, Jerusalem. Bremen ist viel zu gefährlich. Vancouver oder Jerusalem? Vancouver. Und wir schauen, dass wir, ja, den Handelsweg hier sichern. Kommst du hier runter? Kannst du mitsichern. Okay. Ah, wir haben hier noch eine Triere stehen. Die wir dann eventuell auch upgraden sollten. Das Geld haben wir ja. Und den Bedarf auch. Teilverarbeitung ist fertig. Subidubi. Karavelle können wir mal gebrauchen. Anerbündig Befehle, Fregatte, runter nach Vancouver. Okay, das ist so krass, dass er hier mit den Barbaren halt tatsächlich gemeinsame Sachen machen kann, ne? Ja, dann stehen wir doch hier ganz gut, um zu sehen. Er versucht, mit einem Freibeuter in Hannover einzunehmen, kann das sein? Ja, viel Glück dabei. Ist Arminius im Krieg mit Hitler? Bismarck ist im Krieg mit Hitler? Wir sind im Krieg mit Hitler? Nur Honecker ist nicht im Krieg mit Hitler. Aber ist okay. Ja, kommt mir mehr. Haben hier genügend gesehen. Was ist denn der schnellste Weg? Ja, ich hoffe mal, dass du auf dem Weg hier nicht angegriffen wirst. Das hier macht mir Sorgen. Aber solange noch keine Landeinheiten ausschifft, mache ich mir nicht ganz so viele Sorgen. Trotzdem Sorgen, aber nicht ganz so große. Ja, bauen wir eine Waffenkammer. Eine preußische Waffenkammer. Und eine Werkstatt. Nein, ein Zoo. Ein Zoo, auf jeden Fall. Ein Zoo. Nächste Runde. Wir haben noch drei Städte, die wir annektieren wollen, aber nicht mit der momentanen Wissenschaft. Hast noch eine Runde bis. Ich dachte, wieso spricht er jetzt Deutsch? Mal spricht er Englisch, mal spricht er Deutsch. Ah, da ist dann wohl ein vorgefertigter Textbaustein, der auf Deutsch verfügbar ist.
Nun gut, nun gut. Jans am Militär sieht echt nicht gut aus. Da sollte man mal wieder ein paar Runden Militär pushen. Aber wir haben jetzt bald den Tonkupfer. Und wir haben auch 9 Pferde, um die bauen zu können. Du bleibst hier und guckst genau an, was hier auf dem Ärmelkanal so los ist. Ideologie übernommen. Deutschland hat die Ideologie Freiheit eingeführt. Okay. Gut, dass mir noch neue Wahl für automatische Kraft mit Glauben nötig. Ja. Ah, ja, weil wir jetzt keine weiteren Klöster mehr bauen, kaufen können. Ja, okay. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn wir versuchen werden, eine Flotte aufzubauen, weil ich glaube, dass die Flotte jetzt essentiell ist. Also selbst mit den Tonkopfhusaren und der Landwehr, um die effektiv einsetzen zu können, brauchen wir eine Flotte, die sie beschützt, wenn wir hier ausschiffen. Die DDR ist natürlich ein Ziel, was dankbar wäre, weil, also sie haben zwar unglaublich viel Armee, ja, aber die Insel sieht einfach gut aus. Wir würden in Wale, wir können uns jahrelang von Walen ernähren, aber mehr auch nicht, hier ein bisschen Seide, Budapest befreien, Hormus befreien, ja. Und dann vielleicht die Küstenstädte, Stuttgart ist keine Küstenstadt, aber Frankfurt einnehmen wäre zum Beispiel einfach. Mit der nötigen Flotte. Budapest und Hormus auch befreien mit einer richtig guten Flotte. Was jetzt ein bisschen blöd ist, weil wir langsam ist natürlich in die Spielphase kommen, in der wir jetzt über die besseren Militäreinheiten verfügen. Besser? Fragezeichen. Geht so. Ich meine, das hier sind schon Schützen. Ich glaube, wir sind da wissenschaftlich so weit hinten dran, dass das schwer wird, da nochmal irgendwie einen Vorteil, einen technologischen Vorteil zu bekommen. Unser Augenmerk muss es darauf liegen, super spezialisierte, starke Einheiten zu bauen. Ja? Und die dann auch wirklich so zu benutzen, dass wir sie nicht verlieren. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egonson.